Willkommen zum achten Part des RageMP Tutorials und zum zweiten Teil des Account- und Login- sowie Registersystems. Im letzten Part haben wir einige Funktionen geschrieben, wie zum Beispiel die neue Account erstellen. Wir wollen jetzt diese Methoden fortführen, diese Funktionen, und überlegen kurz, was wir noch brauchen. Wir können aktuell einen neuen Account erstellen, wir können aber noch keinen vorhandenen Account laden, speichern oder was auch immer. Deswegen werden wir uns jetzt eine Funktion schreiben, womit wir einen Account aus der Datenbank laden können. Wie gehabt, erstellen wir dazu eine Static-Funktion, die nennen wir AccountLaden und übergeben dem Parameter vom Typen Account mit dem Namen Account. So, was machen wir in der Funktion? Wir erstellen einen neuen MySQL-Comment und sagen Connection.createComment. So, unser Comment-Text ist diesmal wieder ein Select, das heißt Select Sternchen, Sternchen heißt alles, from Accounts, where name gleich add name, wieder auf einen limitiert und sagen common.parameters.addWithValue. Und dort fügen wir unseren Parameter Name ein mit dem Account.name. So. Account.name. So. Wenn wir das gemacht haben, brauchen wir wieder unser Using über den MySQL Reader, über den MySQL Data Reader. Denn wir wollen ja ein Comment executen mit dem Execute Reader. So, jetzt können wir nämlich wieder sagen, hat der Reader Rows, dann sagen wir Reader.read, zack, und können dann die Account-Daten zuweisen. Account.id gleich Reader. Jetzt müssen wir den Datentyp eingeben, zum Beispiel get int 32 ID und das Admin-Level müssen wir noch laden. Account Admin-Level gleich reader.getInt16 reicht hier aus. Also 16 ist int, 32 wieder long. Deswegen brauchen wir hier oben eigentlich auch nur ein 16. So, getInt16 Admin Level und ein Account.geld gleich reader.getInt32 jetzt, weil das ist bei uns long, das Geld. So. Und damit wäre die Funktion AccountLaden erstmal soweit fertig. Dann können wir eigentlich direkt noch eine AccountSpeichern-Funktion schreiben. Mit public static void AccountSpeichern. Übergeben wir auch natürlich eine Account-Variable. Und öffnen hier wieder einen neuen MySQL-Comment. Mit dem Connection von createComment. Und wieder ein Comment-Text natürlich. Der Comment-Text heißt hier Update. Wir wollen ja was updaten in der Datenbank. Also Update Accounts. Set Admin Level gleich Add Admin Level. Und Geld gleich Add Geld. Where, jetzt arbeiten wir mit der ID. ID Add ID. Weil es ist immer schlauer, die ID zu nehmen. Die ID verändert sich nicht. Die ist eindeutig zu einem Account. Wir könnten hier auch den Namen ändern. Der Name würde sich ändern, wenn der Spieler zum Beispiel seinen Name changed oder was auch immer. Jetzt müssen wir natürlich drei Parameter hinzufügen. Mit addWithValue. Angefangen mit dem Admin-Level. Da ist ein Account.AdminLevel. Account.AdminLevel. Natürlich mit 2C nur. Okay, habe ich hier oben falsch geschrieben, Account.AdminLevel, so, wunderbar. Dann können wir das noch zweimal kopieren, sparen uns das Schreiben, geben einmal Geld ein, Account.Geld und hier ID, Account.ID. So, damit wäre das Speichern auch fertig. Wenn wir sowieso schon mal in der Datenbank zuerst sind, können wir auch direkt noch eine Funktion schreiben, um zu prüfen, ob das eingegebene Passwort beim Login vom User auch mit dem Passwort, welches in der Datenbank steht, übereinstimmt. Dazu schreiben wir noch eine
Weitere Funktion, die nennen wir dann einfach mal Passwort Check. Übergeben hier den Namen vom Spieler und das eingegebene Passwort. Passwort Input nehmen wir das einfach mal. Und definieren hier erstmal eine leere Variable. Dort werden wir später unser Passwort reinlesen lassen. Müssen wieder einen MySQL-Comment schreiben. Und wie gehabt den Comment auch erstellen. Unser Comment-Text ist diesmal wieder ein Select. Select Passwort from Accounts where name gleich add name Limit 1. Und ja, Parameter ist hier nur der Name. Add name, Komma name. So, damit lesen wir dann das Passwort von der Datenbank aus für den bestimmten User, den wir hier übergeben. Und sagen dann hier wieder using MySQL Data Reader Reader gleich comment.execute Reader. Der Reader soll auch ausgeführt werden. Und sagen dann hier, hat der Reader Rows gefunden. Dann sagen wir natürlich reader.read und sagen Passwort, die Variable, die wir am Anfang definiert haben, ist gleich reader.getString, ist ja ein String das Passwort, Password. Zack. Dann, weil wir ja bcrypt benutzen, müssen wir noch sagen if bcrypt .bcrypt if bcrypt.bcrypt.checkpassword. Dann geben wir einmal unser Passwort-Input ein, was wir beim Login eingeben und das Passwort, was wir aus der Datenbank ausgelesen haben. Und wenn das stimmt, dann return true, dann stimmt nämlich unser Passwort. Was zeigt ihr hier an? Wir haben void geschrieben, natürlich wollen wir hier ein bool zurückgeben. Wir wollen ja wissen, ob das Passwort stimmt oder nicht. Am Ende noch ein return false, falls das Passwort nicht stimmt. So, das soweit erstmal hier zur Datenbank.cs, die können wir speichern mit STRG S, gehen zu unserer Accounts.cs und müssen hier natürlich auch noch ein paar Funktionen schreiben. Das wäre dann einmal eine Funktion zum Registrieren, nennen wir Register, übergeben den Namen und das Passwort. Hier machen wir nicht viel mehr, außer bei Datenbank unsere Funktion neuen Account erstellen aufzurufen. Das machen wir mit, wir brauchen hier einmal als Parameter ein Account und das eingegebene Passwort. Den Account, da wir in der Accounts.cs sind, können wir mit this den aktuellen Account übergeben. Und mit Passwort, das haben wir hier oben, das können wir direkt mitgeben. Dann wollen wir doch den Spieler direkt, nachdem er sich registriert hat, automatisch einloggen, damit er sich nicht nochmal besonders einloggen muss oder was auch immer. Login. Dazu schreiben wir gleich noch eine Funktion, die nennen wir Login. So. Dann schreiben wir jetzt eine Funktion mit dem Namen Login. Das wäre dann public void login. Hier brauchen wir den Player für. Player. Und wir fragen ab oder übergeben, ob es der erste Login oder nicht ist. So, hier sagen wir dann ganz einfach Datenbank.account laden. Da wir im Account drin sind, können wir this benutzen und übergeben automatisch die Account-Sachen. So, danach fragen wir ab, ist es der erste Login? Falls ja, sagen wir Player send chat message, willkommen zurück. Wenn es der erste Login ist, sagen wir natürlich willkommen auf unserem Server. Und wenn es nicht der erste Login ist, sagen wir Player send chat message willkommen zurück, weil dann war der Spieler schon öfters bei uns auf dem Server drauf. So, was müssen wir noch machen hier? Wir müssen noch die Spielerdaten setzen, damit die beim Spieler gespeichert sind. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass wir hier wieder SetData benutzen. Das funktioniert dann mit Player
account.zdata. Dann greifen wir auf unseren Account Key zu mit accounts.account Key. Und da wir, wie schon ein paar Mal erwähnt, direkt in der Account-Klasse sind, können wir einfach das nutzen und die Account-Daten sind drin vorhanden. So, dann habe ich hier oben noch was hinzugefügt gehabt. Das lösche ich mal kurz wieder. Wir erstellen hier eine weitere Variable beim Spiel, beim Account vom Typen Player. Nennen die unterstrich Player, damit wir die nicht verwechseln. Damit wir zu jedem Account auch einen bestimmten Player zugeordnet haben nach dem Login und wir diesen nicht immer besonders raussuchen müssen, dann können wir nämlich jetzt hier sagen, bei Login nach dem Registrieren, der Player in unserem Account soll sich einloggen und beim Register ist es wahrscheinlich der erste Login, deswegen true. Somit wollen wir dann den Spieler einloggen. So, das soweit erstmal zu den Funktionalitäten hier. Wir speichern und erstellen dann mal unsere Datenbank dafür. Dazu gehen wir oder öffnen wir XAMPP, prüfen, ob der Apache und MySQL Server läuft. Wenn nicht, starten wir diesen und drücken beim MySQL auf Admin, damit wir zum PHP MyAdmin Panel kommen. So, jetzt sehen wir hier, haben wir die Tabelle letztens erstellt, die Datenbank RageMP Tutorial. Jetzt erzeugen wir eine Tabelle mit dem Namen Accounts. Wir haben einmal die ID, den Namen, das Admin-Level und das Geld, was wir speichern wollen. Also 4 Spalten. Sagen OK. Geben dann hier oben einmal die ID ein. Die ID ist ein Int. Ich sage jetzt mal eine Länge von 11. Es hat keinen Standardwert, aber AI. AI ist Auto-Increment. Das heißt, bei jedem neuen Satz, der hinzugefügt wird, wird der Wert um 1 erhöht. So, dann brauchen wir noch den Namen. Name ist Vacha. Ich sage jetzt mal, maximale Länge ist 25. Hat auch keinen Standard. Das Admin-Level. Maximale Länge 2. Mehr als 10 Admin-Level werden wir wohl nicht haben. Der Standard ist hier auf 0. Und ich sage noch Geld. Geld haben wir gesagt, ist auch in Int, also ja, ein Int mit auch der Länge von 11. Standard gibt es hier auch keins. So, und dann können wir hier unten rechts auf Speichern klicken und haben schon unsere Tabelle erzeugt, Accounts mit ID, Name, Admin Level und Geld. So, das soweit zum zweiten Teil dieses Tutorials. Im dritten Teil werden wir dann die Comments schreiben und das Ganze hoffentlich mal ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.